In der heutigen Folge von Ghost of Tsushima besuchen wir den Schmied. Mit einem gewagten Experiment versuchen wir uns als Klippenspringer. Und wir lauschen einer spannenden Geschichte über den größten Schwertkämpfer aller Zeiten. Guten Tag, Leute, und willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Wir stehen hier und ruhen uns aus nach der harten Schlacht um die Schmiede in Komatsu. Und die Grille will mich hier schon wieder auf irgendwas hinweisen, denn... Achso, es ist eine Grille. Ich dachte, dieses grüne Viech, dieses leuchtende kleine grüne... Was auch immer. So, zirpende Grillen, 4 von 20. Ich glaube, eine noch und dann habe ich eine neue Flötenmelodie. Das hier ist die... Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber mit der kann ich die Sonne herbeiflöten. Oder eher die Wolken wegflöten. So sieht es nämlich aus. Guckt euch das an. Ist das awesome? Ja. So. Und schon haben wir einen perfekten Sonnenuntergang. Oder Aufgang? Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht. Sieht eher nach Untergang aus. Sonnenuntergang. So. Auf jeden Fall. Wir haben die hier, ja. Schmiede von Komatsu. Schwertschmied, Fallensteller, Rüstungsschmied. Okay, ich werde erstmal... Was ist das hier? Was ist das für ein... Zeichen da rechts? Was ist das hier? Ein Banner. Den habe ich... Benötigte Banner, um einen neuen Sattel zu verdienen. Das wusste ich ja noch gar nicht. Oh, hier werden wir uns erst einmal... Ja, ein bisschen umgucken. Wir schlendern jetzt hier durch das Dorf, beziehungsweise... Oh ja, kleine Stadt, würde ich fast schon sagen. Siedlung. Größere Siedlung. So. Und checken die Orte hier außenrum ein bisschen ab, schnappen uns den Banner... Gucken bei dem Schwertschmied, bei der Rüstungsschmiedin, beim Fallensteller. Ich glaube, wir können uns so ein kleines Säckel machen, wo wir mehr Wurfmesser reinhauen können. Und dann statten wir diesem Musikanten hier einen Besuch ab, um eine Technik zu erlernen, von der wir gehört haben. Mal gucken. Na denn. Die Schlacht in der letzten Folge war auch echt eine der härtesten und längsten, die ich hatte. Aber wir sind ganz gut da durchgekommen, muss ich sagen. Wenn auch erst beim zweiten Versuch. Da war einer dieser goldenen Vögel. So. Euer Kletterwerkzeug ist noch nicht fertig. Gebt mir mehr Zeit. Tucker, ist überhaupt kein Problem. Was auch immer euer Schwert benötigt. Tanto. Oh. Das ist aber schon eine wesentliche Verbesserung. Und ich habe auch eigentlich ganz... Ich habe 718 Vorräte. 6 und... Na gut, Eisen. Ja, und ich weiß nicht, wie viel ich für die Rüstung brauche. Na, zur Not könnte ich es aber auch kaufen, glaube ich. Ich mach das. Eure Klinge ist bereit. Auch wenn ich nicht so oft... Verzeiht, ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Ach so? Moment mal, vorher hatten wir doch... Wir hatten doch genug Eisen und genug Stahl. Wieso... Wurde mir denn bei dem Katana keine Verbesserung angezeigt? Kann ich die eventuell erst mit fortschreitender Geschichte? Naja. Bis bald. Jo, bis bald. Dann gucken wir jetzt mal bei dem Rüstungsschmied. Euer Schwert wird uns beschützen. Ja, vor allem wird es mich beschützen.
Da vorne ist ein Händler, der uns ein paar Klamotten wahrscheinlich verkauft oder Färbemittel. In diesen Zeiten ist der Handel schwierig, mein Herr. Ja. Wo ist denn... Da vorne ist der Fallensteller und da ist der Rüstungsschmied. Zu dir will ich. Wir laufen immer noch in unseren Lumpen rum. Das gibt's doch nicht. Lasst mich eure Rüstung veredeln. Ja. Veredeln? Etwas für jede Art von Rüstung. Tracht des Reisenden. Nein, ich will doch... Hier, sowas. Da liegt doch... Warum verkauft sie mir die nicht? Zumindest ein Teil davon. Ach, okay. Dann doch zum Fallensteller. Und wenn der... Ja, obwohl, nee, doch. Ich wäre euch gern zu Diensten. Fernkampfwaffen, Schnellfeuerwaffen, Munition... Moment mal. So. Pfeile, Brandpfeile, Bomben. Nee. Das will ich auch nicht. Munition und Ressourcen. Moment mal, wie kann ich denn... Kann ich bei ihm nichts herstellen? Ach doch, da, so. So mache ich das. Okay, Pfeilkapazität. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, das hilft. Oh, ich könnte das sogar nochmal machen. Nee, okay. Brandpfeile, yo. Ausgezeichnete Wahl. Bomben. Ja, komm. Nur haben wir für einmal euch. Alles durch. Schnellfeuerwaffen hier. Nee, brauche ich noch nicht unbedingt. Okay. Das war... Ich freue mich schon auf Kunde von euren Siegen. Ja, du. Ups. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte jetzt zu dem Banner. Hab ich das? Das hatte ich doch vorher schon eingesammelt, aber dann muss es eine andere sein. Wahrscheinlich. Guck mal. Beim Weg hier runter haben wir eins Banner zurückbringen. Wer ist das da vorne? Ach so, Moment mal. Fürst Sakai. Ja. Mein Name ist Genho. Ich versuche, das Volk ein wenig aufzumuntern. Da geht es euch wie mir. Ich möchte alle an unsere Beschützer erinnern, die in Komoda fielen. Worte sind nicht genug. Die Clanbanner der Samurai sind mächtige Symbole jener, die ihr Leben für uns gaben. Sie stehen dafür, sich nie den Mongolen zu unterwerfen. Ich hab... Kann ich dir das denn irgendwie... Muss ich das irgendwo platzieren? Sag mal. Aufzeichnungen. An Genzo in Komatsus Schmiede. Ich hätte nie gedacht, dass die Schmiede so leise sein könnte. Seit ich klein war, bin ich nie vom Klang der Schmiede wach geworden. Ich fühlte mich sicher, geborgen. Jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Vielleicht finde ich erst wieder Schlaf, wenn die Schreie und Kriegshörner verschwinden. Wenn der Klang der Schmiede zurückkehrt. Der Klang ist zurück. Mein Freund. So, was will er denn, was? Hoffentlich findet ihr weitere Clanbanner. Ich warte so lange hier. Na gut, anscheinend haben wir ihm das übergeben. Hä? Oder? Ah, da drüben ist was. Meine Lootaugen erspähen das sofort. Leder. Und hier nix. Okay. Macht nix. Ist das denn... Okay, der ist
nicht abgeschlossen. Ach so, ich muss ihm noch 3 Banner wahrscheinlich geben. Ich habe schon 2. Ja, oder ich sammle die einfach. Ich muss ihm die gar nicht geben, sondern er zählt die nur. Ja, er sagt, ja, hier, du hast schon 2 gefunden. Schön, mein Junge. Und dann geht's weiter. Gut, dann geht das jetzt. Sorry, ich laufe hier einmal durch dein Haus durch, wenn das okay ist. Denn da hinter der Mauer ist ein Ort, der mir interessant erscheint. Irgendwie fand ich das hier gerade gruselig mit der Musik. Ich weiß nicht warum. Eigentlich ist ja alles in Ordnung. Aber die Krähen und alles, ja, das ist. Ist das hier ein Moor oder sowas? Der Samurai im Moor. Ein Gedicht von Jin Sakai. Ha. Ich will jetzt aber auch nicht unendlich weit in die Richtung laufen, nur um irgendwann mal auf irgendwas zu stoßen. Einmal gucke ich noch auf meine... Da war ich doch. Das ist sogar noch innerhalb der Mauer. Okay, aber den Strand da vorne checke ich nochmal aus schnell. Weil die Musik ist so, als würde jeden Moment was passieren. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Das hier ist... Aha. Ein Wasserfall und ich glaube... Was ist das denn? Oh nee. Was ist das? Sind das Kerzen? Ach, das ist ein... Das ist ein Haiku. Ah. Scheiß drauf. Oh nein! Wer kann denn sowas ahnen, dass es hier flach ist wie sonst was? Ja gut, jetzt sehe ich das auch. Ich dachte, das wäre... Ich dachte, das wäre ein tiefer Fluss, wo ich jetzt schön mit einem Flachkörper hätte reinspringen können. Nein. Scheiße. Verletzt humpeln wir zu unserem kleinen Kissen, setzen uns drauf und schreiben ein Gedicht des Schmerzes. Scheiße. Oh Mann, ey. So typisch. Leuchtend erblüht er, der Schmerz in meinem Knöchel. Jin müht sich und ruft um Hilfe. Geschwächt von dem tiefen Fall. Leuchtend erblüht er. Müht sich und ruft um Hilfe. Geschwächt von dem Kampf. Stirnband des Konflikts. Ja. Der Konflikt, der innere, soll ich springen das nächste Mal oder soll ich nicht springen? Ach. Mann, 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 Mann.
Das mache ich nie wieder. Das mache ich nie wieder. Einfach so von der Klippe springen. Es gab bis jetzt die ganzen Flüsse, die sind auch nicht wirklich tief. Das einzige Gewässer, wo ich drin schwimmen konnte bis jetzt, war dieser kleine Teich. Ich glaube, nahe der Brauerei. Und war ich irgendwo schon mal im Meer schwimmen? Ich glaube nicht. Naja. Ah, da ist ein Vogel. Der bringt uns... Mal sehen, wir folgen ihm einfach mal. Ich hoffe, es ist eine heiße Quelle, sodass wir ein bisschen maximal Leben bekommen. Wo führt er uns sonst noch hin? Ah, jetzt fliegst du da hoch, wa? Jetzt, wo ich schon meilenweit hier an diesem Stein. Kein Problem, Vogel. Ich komme hinterher. Ach, er bringt mich jetzt sogar dahin, wo ich sowieso schon hin wollte. Bevor ich mich dazu entschlossen habe, über die Mauer zu springen. Ach, der Bambusstand. Ja, alles klar. Wir prüfen unser Schwert. Und uns. Das ging ja noch so. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ach. Ha! Boom! Das habe ich noch nie geschafft beim ersten Mal. Na denn, jetzt, nö, darüber. Rüstungsschmied. Naja. Nee, die will ja nur meine Tracht des Reisenden verbessern. Gut, dann durch die Stadt wieder durch und zum Musikanten. Ich bin gespannt, ob wir den einfach nur finden müssen, ob das die Aufgabe an sich ist, ihn überhaupt zu finden. Oder ob er dann sagt, jaha, ich habe zwar davon gehört, aber, Jin, damit du das lernen kannst, musst du auf den höchsten Gipfel im Norden der nördlichsten Insel. Und da kommst du erst in 100 Jahren hin. Sorry. Ich ahne ja sowas fast schon. Wir haben auch bei weitem nicht in jedes Haus geguckt, als wir hier die Verteidigungsschlacht hatten. Also irgendwo finden sich garantiert noch Vorräte, Leder und der ganze Kram. So eine Sachen in den Häusern. Ist er denn hier oben? Irgendwo? Ne, hier kamen wir ja her. Ich glaube, hier ist nichts. Da, hallo? Du? Seid gegrüßt, mein Herr. Hallo. Ich bin geehrt, Fürst Sakai. Mehr aber auch nicht, wie es scheint. Darunter? Oder ist er irgendwo vielleicht da oben? Wir fragen noch einmal. Ja, nee. Erstmal hier runter. Seid gegrüßt. Du stehst. Ihr bringt die Mongolen zu Fall. Ja, mit Sicherheit. Du stehst vor den Trümmern deines Hauses. Okay, irgendwo hier ist ein Artefakt. Meine Rüstung sagt mir, dass hier irgendwas rumliegt. Damit der diesjährigen Ernte begonnen, als die Mongolen angriffen. Hier. Arbeit.
Weitere Aufzeichnung. Und ich habe auch schon wieder einen Vogel gehört. Erstes Treffen. Bruder, verlasse die Schmiede von Komatsu. Die westlichen Invasoren brennen alles nieder, schlachten die Menschen ab und versklaven gelernte Arbeiter. Sie werden dich dort finden und bei deinem Geschick im Umgang mit Metall und Stein ist dir die Gefangenschaft sicher. Wenn du kannst, flieh zur Burg Kaneda. Es heißt, der Jito hält dort noch die Stellung. Ich bringe meine Familie so bald wie möglich dorthin. Wäre genauso schlimm gewesen, wenn nicht sogar noch schlimmer, als hier zu bleiben. Ja, Vogel, mein Gott. Wo bringst du mich hin? Jetzt aber eine Quelle, oder? Komm, das habe ich mir verdient. Oh, nein. Was soll das denn? Jin, du bist doch so ein erprobter Kletterer, Mensch. Ein Free-Climber vor dem Herren. Na? Oh, da hinten. Blumen. Was willst du mir da unten zeigen? Hm? Ich sehe Vorräte. Da kloppt eine Holz. Ich dachte. Da drin? Ist der Vogel da drin? Es wäre eine Ehre, eure Klinge zu bearbeiten. Euer Kletterwerkzeug ist noch nicht fertig. Gebt mir mehr Zeit. Na gut. Denn wo ist denn jetzt dieser Musikant? Bin ich da schon dreimal jetzt dran vorbeigelaufen? Wahrscheinlich. Kann sehr gut sein. Da geht's zum Friedhof. Ist der hier auf dem Friedhof irgendwo? Ach so, noch weiter. Okay. Dann bin ich eben den falschen Weg gegangen. Nee, beziehungsweise da vorne habe ich mich ablenken lassen von dem Vogel. So sieht es ja nicht aus. Sie können ihn zum Verhandeln nutzen. Was, wenn er sich weigert, mitzuspielen? Immerhin ist er ein Samurai. Du. Das wäre besser für uns, wenn er bist du ein Musikant? Nee, okay, er sieht auch nicht so aus wie ein Musikant. Ich will nicht ausmachen. Das ist so. Noch weiter, okay. Ach ja, Himmelsschlag. Da oben links steht's. Aber erst wenn wir einmal auf die Map geguckt haben, glaube ich, steht's da. Vorher noch nicht. Oder wenn wir den Wind um Rat fragen. So. Susano, beschütze mich. Wer ist das? Leichen. Leichen? Oh. Ja. Was hast du gesehen, guter Mann? Wer hat diese Menschen getötet? Ein furchterregender Krieger. Er verlangte, dass ich ihm die Geschichte von Shigenoris Himmelsschlag erzähle. Als er die gesuchten Antworten nicht bekam, wurde er zornig und tötete sie. Was wollte er wissen? Ich bin nicht sicher, mein Herr. Erzählt mir die Geschichte. Ich muss wissen, was er sucht. Als Tsushima erstmals besiedelt wurde, fegte ein seltsames, schreckliches Gewitter über die Insel. Wo immer der Blitz einschlug, erschienen wilde Blitzkreaturen. Diese Bestien rasten durch Dörfer, brachten Tod und Zerstörung und waren so schnell, dass niemand sie aufhalten konnte.
Die Menschen kannten nur einen Mann, der es mit den Blitzbestien aufnehmen konnte. Shigenori, der schnellste Schwertkämpfer von ganz Tsushima. Shigenori war bislang unbesiegt. In jahrelangem Training hatte er den Himmelsschlag entwickelt. Einen so schnellen Angriff, dass kein Auge ihm folgen konnte. Shigenori lockte die Kreaturen zu einem verlassenen Strand in Komatsu, wo der Sand sie langsamer machen würde. Ihr Duell machte den Sand zu Asche und bleichte die Blätter der Bäume weiß. Shigenoris Himmelsschlag streckte sie schneller nieder, als sie sich bewegen konnten. Als die letzte Bestie fiel, klarte der Sturm auf und Tsushima war wieder sicher. Shigenori begann ein zurückgezogenes Leben. Nur wenige Schüler fanden ihn. Und nur die tapfersten und begabtesten erwiesen sich als würdig, den Himmelsschlag zu erlernen. Wenn ein Sturm aufzieht, legt ein Schüler, der die Stelle kennt, ein Schwert auf Shigenoris Ruhestätte, um Angriffe von den Bestien der Natur fernzuhalten. Der Mörder möchte Shigenoris Himmelsschlag lernen. Er kann in den falschen Händen gefährlich sein. Wo ist er hin? Eine Frau floh zu einer Brücke in der Nähe. Er verfolgte sie. Er wird für seine Taten hier büßen. Das nenne ich mal eine Geschichte. Und eine Einführung in die Geschichte. Was? Macht er die Mucke? Die erinnert mich an die Szene, wo ich mein, ganz am Anfang, wo ich mein Schwert wiederbekommen habe. Mit Jonas Hilfe. Und dann dieses... Die Brücke, die der Musikant erwähnte. Der erste Kampf. Da weint jemand. Wo? Der Geist der Frau. Mein Herr, so viele. Niedergestochen. Ja. Habt ihr den Mörder gesehen? Ich weiß, wer er ist. Yasuhira Koga. Ich kenne den Namen. Er kämpfte für den Yarikawa-Clan. Würdet ihr ihn wiedererkennen? Dieses grinsende Gesicht werde ich nie vergessen. Kommt mit. Vielleicht finde ich auf der anderen Seite der Brücke seine Spur. Yasuhira... Kaga? Oder was hat sie gerade gesagt? Ich weiß nicht mehr. Hufspuren. Yasuhira hatte es eilig. In die Richtung. Was wisst ihr noch über Yasuhira Koga? Nur, dass er vor Jahren ein Gefolgsmann des Yarikawa-Clans war. Nach der gescheiterten Rebellion wurde der Clan aufgelöst und die Gefolgschaft entlassen. Gerüchten zufolge verließ er Tsushima, doch kam zurück, als die Mongolen angriffen. Ich bin nicht sicher, woher. Das spielt keine Rolle. Nach seinen jüngsten Taten darf er nicht weiterleben. Ja. Und wir werden uns darum kümmern. Da vorne. Sie errichten eine Straßensperre. Sie? Wo? Da oben oder hier? Ah ne, hier. Okay, okay, okay. Du solltest dich, glaube ich... Versteckt euch. Ja, ja, ja. Du solltest dich besser zurückziehen. Mongolen. So, da sehe ich aber auch... Sklaven. Oh Gott. Da vorne am Feuer, ist das der... Ich sehe da keinen, aber das Symbol sagt mir, da ist was. Tja, was mache ich jetzt? Riskiere, also gehe ich
So, nur noch mal ganz kurz, bevor ich jetzt loslege und hier die Hölle über uns alle hereinbricht. Bei der Verteidigung der Schmiede habe ich ein einziges Attentat... Nee, ich habe zwei begangen, aber das eine war eher ungewollt, weil der Mongole sich nicht umgedreht hat. Und dann war das automatisch ein Attentat. Ein Attentat habe ich bewusst begangen und dann sofort kam die Erinnerung an meinen Onkel, wie er sagte, nur Feiglinge schlagen aus dem Schatten zu, Ehre ist wichtig und deswegen immer dem Gegner in die Augen sehen und so weiter. Aber ich weiß auch, dass wenn ich jetzt hier den Kampf anfange, dass die eventuell die ganzen Sklaven töten. Oder machen die das nur mit Gefangenen? Ich weiß nicht, wie das mit Arbeitersklaven ist. Okay, nee, ich werde mal meinem Instinkt folgen und einen Frontalangriff machen. Aber sobald ich sehe, dass da einer auf die Sklaven losgeht, werde ich einschreiten. Zeigt mir, was ihr könnt! So. Das war haarscharf. Der hat am Anfang schon wieder so eine Finte rausgehauen. So, Moment, wo bin ich? Oh Gott. Ich habe das noch nicht drauf mit dem, Vorsicht! Geh in Deckung! Ah, da hinten. Bisschen weiter runter. Ich, habe das noch nicht so raus mit dem... Ich dachte, das wäre es gewesen. Jetzt einmal nochmal nachgucken. Tut mir sehr leid. Nee, nicht Geist, sondern hier. Ach, ich war ja auch in der Kampfhaltung. Gedrückt halten und dann antippen. Ich habe die ganze Zeit das hier versucht. Gedrückt halten und dann dreimal. Aber das geht ja nur gegen Schildträger. Ach, das muss ich mir echt merken. Ja, das wäre es fast gewesen. So. Bus. Jetzt habe ich natürlich nicht darauf geachtet, ob sie die Arbeiter umgebracht haben, aber anscheinend nicht, weil die sind alle noch am Leben. Sehr gut. Dann wissen wir das auch schon mal. Dass die also nur Gefangene hinrichten, aber keine Arbeitersklaven. So. Pfeile. Pfeile. Was sind das hier auch nochmal? Vorräte. Da. Ich will nicht hier aufbomben. Nee, anscheinend nicht. Gut. Ist hier ja einer drin? Hallo? Nö. Ah, okay. Das war... Was ist das denn?
Das war mehr oder weniger erfolgreich, aber ich glaube nicht, dass der Gefangene da oben, da hinten, dass das derjenige ist, der mit dem Himmelsschlag. Ich kann Yasuhira Koga nirgends sehen. Ja, siehst du. Wir verfolgen einen Mann namens Yasuhira Koga. Er ist soeben fort. Er hat sich im Wachturm aufgehalten. Er arbeitet mit Mongolen? Ja. Letzte Nacht haben sie gestritten. Ich konnte nur ein Wort ausmachen. Shigenori. Ich durchsuche den Wachturm. Sucht euch ein Versteck, bevor mehr Mongolen kommen. Ich habe da nämlich eben im Wachturm noch was gesehen. In der Zwischenetage nämlich. Das hätte ich jetzt eiskalt liegen gelassen. Was hat Yasuhira getrieben? Da. Bambus. Aber ich glaube nicht, dass auf dieser Etage... Nee. Was hat er getrieben? Finde ich hier oben die Antwort? Natürlich nicht. Also wieder runter. Weiße Blätter. Wie die vom Blitz gebleichten in der Geschichte. Die Mongolen haben ihre eigene Version von Shigenoris Geschichte. Vielleicht wollte er sie mit der des Musikanten vergleichen. Er wollte es... Oder wollte er die nachstellen? Ein Duellring. Er sucht danach. Oh, ich weiß, was passiert. Yasuhira sucht nach jemandem, der in Shigenoris Himmelsschlag lehren kann. Die weißen Blätter. Es gibt solche Bäume ganz in der Nähe. Dann ist er dort. Ihr habt genug geholfen. Bringt euch bei den anderen in Sicherheit. Danke, mein Herr. Ich hoffe, ihr bestraft dieses Monster. Nicht nur das. Ich muss weißblättrige Bäume finden. Ja. Weißblättrige Bäume. Da oben, ja, auch bevor das Symbol kam, da oben fliegen so weiße Dinger rum. Ich dachte, das könnte mal ein Blick wert sein. Das sieht auch aus, als würde ich darauf klettern müssen. Komme ich da hoch? Hey. Oder ist hier was? Nö. War nur zum Ausspähen gedacht, ne? Ja. Ja, was ich sagen wollte ist, ich weiß, was passiert. Nämlich, wenn er schon irgendwie was mit Duellring sagt, dann hört sich das für mich ganz so an, als ob das nach einem Duell... Oder als... Das sieht nach einem Duell aus. Ja, genau. Pflaumenblütenschrein. Ach, das ist wieder... Das ist wieder ein Schrein? Sag mir aber nicht, dass die Brücken schon wieder alle kaputt sind. Ich will nicht schon wieder außen rumklettern. Mann! Okay. Oh. Bus. So. Steck mal das Schwert weg. Verletze ich nur. Da ganz oben ist der Schrein. Wo? Warte mal, da kam ich. Nee, wo kam ich her? Da kam ich her. Dann geht's hier weiter. Oh. Jen, was machst du da? Gott, ey. Er überrascht mich immer wieder mit Moves, die ich nicht
die ich nicht erwarte. Oder das Duell da oben auf dem Gipfel, das wäre es jetzt. Da ist der Baum. Da sind die weißen Blüten. Aber was suche ich hier? Irgendwie muss ich darüber. Oh, ich sehe auch schon den Monstersprung. Ja, ja, alles klar. Talisman. Talisman des Feuerkamis. Darf ich mal kurz gucken, was das Feuerkami ist? Ausrüstung. Füge bei 50% oder weniger Gesundheit zusätzlichen Schaden zu. Oder Gegner zu töten, stellt Gesundheit wieder her. Ja, nee, das lasse ich erstmal so. Oh Mann, ja, gut. Hat funktioniert. Da komme ich wieder runter. Ich will aber nicht runter. Ich will erstmal hier hoch. Erstmal bei dem Shigenoris Gipfel. Da ist sie. Was? Weiße Blätter. Wie die vom Blitzgebleichten in der Geschichte. Was meint er mit sie? Reise zum Hain der weißen Bäume. Yo. Oh Gott. Oh Gott. Oh, wir sind heil unten. Das war mir gerade ein bisschen zu stressig. Aber Jin weiß, was er tut. Das ist eine schöne Gegend hier, muss ich gerade mal sagen. Gut, also ich hoffe, ja doch, irgendwie hoffe ich, dass wir da auf, ich habe seinen Namen vergessen. Yasuhira. Shigenori, Musikanten. Hier steht natürlich nicht der Name von dem Typen. Na gut, ich hoffe aber, ich finde ihn da vorne und dann gibt es das Duell der Schwertmeister.